David Alaba kann Weltfußballer werden. Zumindest wurde der Bayern-Legionär dazu nominiert. Die Freude ist natürlich riesengroß. Sicherlich war ich irgendwo überrascht, aber ich bin, es ist eine Riesenehre für mich, denke ich. Und irgendwo bin ich auch stolz auf das und auch sehr, sehr dankbar. Und das ist, glaube ich, sehr Besonderes und worauf ich sehr stolz sein kann, denke ich. Weniger groß ist die Freude von Marcel Koller über die Position von David Alaba im Team der Bayern. Ja, es ist so, dass der David natürlich ein hervorragender Fußballer ist und du als Trainer magst natürlich solche Spieler, die eigentlich überall spielen können, weil du sie überall, wenn mal irgendwo ein Problem ist, kannst sie da einsetzen. Aber ich denke grundsätzlich für uns jetzt beim Nationalteam wäre es natürlich besser, wenn er auch im Zentrum bei Bayern spielen würde. David Alaba sieht das entspannter. Ich spiele bei einem der besten Vereine, denke ich, auf der Welt und mein Anspruch ist in erster Linie, so viele Spiele wie möglich zu machen. Und sicherlich habe ich in den letzten Wochen eine andere Position gespielt. Es ist allen bewusst, dass das jetzt nicht, glaube ich, meine Lieblingsposition ist. Aber ich interpretiere, glaube ich, diese Position wie ein Mittelfeldspieler. Und das ist irgendwo vielleicht auch mein Vorteil, dass ich den Spielaufbau so wie ein Mittelfeldspieler da mache. Und ja. Keine Skandale um Marko Arnautović in England. Im Rahmen des Lehrganges vor den Länderspielen des ÖFB-Nationalteams gegen Montenegro und Liechtenstein erklärte der Legionär seine Sichtweise. Ja, ich denke, mein Privatleben ist natürlich um einiges ruhiger geworden. Überhaupt, ich denke, generell mein Leben. Ich bin viel ruhiger geworden, als was ich früher war. Natürlich war ich früher nicht der ruhigste und der bravste, aber ich denke, ich kann meinen Töchtern auch nicht beibringen, wie es nicht gehen soll. Also ich denke, ich muss denen ein Vorbild sein, weil ich halt der Vater von zwei Töchtern bin und deswegen muss man da auch schauen, also muss man da auch in die Vorbildfunktion kommen. Und ich denke, es läuft ganz gut und ich will es auch so halten und ich denke, dass es auch so bleiben wird. Vertragsverlängerung für Marcel Koller beim ÖFB. Marcel Koller hat mit den Gesprächen keine Eile. Es ist natürlich wichtig, dass man mal Gespräche führt und wir haben jetzt auch gesagt, dass wir die zwei Spiele mal noch durchgehen lassen und dass wir uns dann mal zusammensitzen und dementsprechend das mal besprechen. Marko Arnautović würde sich natürlich über einen Verbleib des Teamchefs in Österreich freuen. Eigentlich interessieren mich die Gerüchte nicht. Ich weiß, dass der Trainer bei uns ist und ich weiß, dass er mit uns was erreichen will. Und das zählt für uns. Für uns zählt und uns interessiert nicht, was da für Gerüchte draußen kommen. Natürlich wird da was spekuliert, aber ich weiß, dass der Trainer mit 100% zu uns steht und mit 100% diese Ziele erreichen will, was er uns und sich selber vorgegeben hat. Und sein Job, was er hier macht, macht er überragend und wir hoffen natürlich, dass er immer bei uns bleiben wird, aber man weiß es nie. Sebastian Brödel ehrt das Interesse an Teamchef Marcel Koller. Ich glaube, genau das ist das, was der österreichische Fußball braucht, dass der österreichische Fußball wertgeschätzt wird, auch wenn der Teamchef aktuell ein Schweizer ist, dass er da Interesse gibt. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir sehr gute Arbeit geleistet haben, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat. Und das ist genau das, was ich schon gesagt habe, was der österreichische Fußball jetzt auch braucht, dass die Arbeit, die in Österreich geleistet wird, international wertgeschätzt wird. Und wenn dann so ein Verein wie Borussia Mönchengladbach angeblich Interesse hat, dann tut uns das alle gut, aber beeinflusst uns überhaupt nicht in unserer Arbeit. Soviel ich weiß, leitet der Marcel Koller heute Nachmittag noch die Trainingseinheit, übertrieben gesagt, aber wir sind da völlig fokussiert auf unsere Aufgaben. Er ist es auch. Das sind auch Sachen, die von außen reingetragen werden, aber natürlich dem Unterbewusstsein gut tun, weil das Interesse am österreichischen Fußball wächst.